Hallo alle zusammen. Heute stelle ich euch eine ganz besondere Rarität vor. Und zwar habe ich auf eBay für 9,90 € den zweiten Sailor Moon Comic ersteigert, der jemals erschienen ist in Deutschland. Und zwar, was vielleicht einige gar nicht so wissen, ist Sailor Moon ursprünglich auf ZDF ausgestrahlt worden. Also zumindest die erste Staffel hatte dort ihre deutsche Erstausstrahlung. Allerdings im Vormittagsprogramm, wo wahrscheinlich viele Leute gar nichts davon mitbekommen haben und dementsprechend da noch nicht so der Erfolg kam, wie dann später, als die Serie auf RTL 2 wiederholt und fortgesetzt wurde. Ja, und ich hatte euch ja bereits diese CD hier vorgestellt. Die ist übrigens auch aus der Zeit, also wo die Serie noch auf ZDF lief. Auf jeden Fall muss es auch aus der Zeit gewesen sein. Und zwar war das Ende 1995 und im Folgejahr 1996 fing EMA eben an, Sailor Moon Comics rauszubringen. Und zwar erstmal nur drei Ausgaben. Hier, das ist wie gesagt die zweite Ausgabe, hat aber die Nummer 4, also wahrscheinlich, weil sie im April erschienen ist. Und ja, wie gesagt, es gab erstmal drei Ausgaben mit den ersten drei Episoden. Und weil der Erfolg eben nicht so groß war, wurde das Magazin eingestellt oder sagen wir mal auf Eis gelegt. Und dann erst anderthalb Jahre später, nämlich als die Serie auf RTL 2 dann auf einmal sehr erfolgreich lief, also im Jahr 1997, wurde das Magazin dann wieder fortgeführt. Oder nee, 1998 erst. Genau, also 1998 wurde das Magazin dann erst fortgeführt. Und da ging es dann eben mit dem vierten Comic quasi weiter. Dementsprechend sind diese ersten drei Ausgaben von 1996 eine absolute Rarität. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich für so einen günstigen Preis quasi noch eine Ausgabe erstehen konnte. Hier seht ihr auch, der ursprüngliche Preis lag bei 3,90 €. Kann man sich ja denken, also ungefähr 2 Euro. Ja, und da steht eben Comic-Geschichten zur ZDF-Serie. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, ehrlich gesagt, sodass ich jetzt genauso unwissend an die Sache herangehe, quasi wie ihr. Zuallererst, was eben auffällt, dass das Heft noch gar keine Extras hat. Also die späteren Ausgaben hatten ja alle jede Menge Extras, wie Sticker, Postkarten, irgendwelche kleinen Schlüsselanhänger oder sowas. Also hier seht ihr halt auch da schon direkt, dass da bei weitem nicht so der, ja, der Enthusiasmus drin war. Ich finde auch das Layout gar nicht so schön. Also auf jeden Fall überhaupt nicht mit späteren Ausgaben zu vergleichen. Dann wollen wir mal reinschauen. Da haben wir hier direkt auf der ersten Seite ein Gewinnspiel. 50 Sailor Moon Maxi CDs. Wie gesagt, die CD habe ich euch ja schon vorgestellt. Hol dir die Musik zu deiner Lieblingsserie nach Hause. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man hier vielleicht irgendeinen Hinweis bekommt, wann die CD erschienen ist, weil ich konnte es euch ja nicht sagen beim letzten Video. Also was heißt beim letzten Video, aber bei dem Video, wo ich euch die CD eben vorgestellt habe. Also wir bekommen hier leider keinen Hinweis. Außer eben, dass die CD schon 1995 erschienen ist. Es lässt sich ein bisschen eingrenzen, weil ZDF Sailor Moon ja erst ab dem 13. Oktober 1995 ausgestrahlt hat. Also muss die CD ja irgendwann zwischen dem 13. Oktober und dem 31. Dezember 1995 erschienen sein. Nur hier bekommen wir leider keinen Hinweis. Ist natürlich ein bisschen schade. So, dann haben wir hier sehr schön, quasi das Opening in Bildern, in Standbildern. Sogar mit dem japanischen Text unten in der Ecke. Und hier geht's weiter. Die Hauptdarsteller. Ja, da bin ich schon vorgewarnt worden durchs Internet. Viele Namen sind eben anders. Einmal bei Bunny. Der Nachname ist eben hier Tsukino statt Tsukino. Ja, bei den Eltern ist der Name gar nicht angegeben. Beim kleinen Bruder stimmt's, aber hier sieht man schon bei Mamoru,
dass der hier Marcio heißt. Oder hier Perilia mit G. Edite. Also es sollen halt die Namen aus dem Italienischen sein. Hier Naro heißt hier Amy, seltsamerweise. Und hier Motoki hat auch einen anderen Namen. Da steht Moran. Ja, Bunnies Freunde. Omino ist aber gleich geblieben. Was übrigens auch die Antwort ist von der Preisfrage für die Sailor Moon CD. Könnte mal ein bisschen. So. Ja, dann haben wir hier quasi eine Titelseite. Mir fällt auch gerade auf, hier ist gar kein Titel der Episode irgendwo angegeben, sondern es geht einfach ganz unvermittelt los. Es ist natürlich die zweite Episode der Wahrsager. Oder ich weiß gerade gar nicht mehr, wie hieß die Wahrsagerin oder der Wahrsager? Auf jeden Fall irgendwas mit Wahrsager, weil es in der Folge ja auch um Wahrsagerei geht. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig. Wir kennen die Folge ja sowieso alle und wahrscheinlich haben viele die auch schon auf DVD daheim rumliegen. Wegen dem Comic habe ich die jetzt auch eigentlich nicht gekauft, sondern mich hat jetzt auch mehr so das Drumherum interessiert, wie die ganz alten Comic-Ausgaben aufgemacht waren, also was da so an redaktionellen Seiten vor allen Dingen drin war. Wobei das da sehr dünn aussieht im Moment, also es scheint auch echt nur der Comic zu sein. Bis auf das Gewinnspiel da ganz am Anfang. Zum Papier kann ich vielleicht noch sagen, also es fühlt sich wirklich sehr alt an, also man fühlt irgendwie richtig, dass es so ein altes Heft ist. An dem Papier schon. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Also, ich kann ja mal dran riechen. Oh Gott, falle ich bestimmt tot um. Moment. Nee, riecht auch nicht lecker. Also riecht so, als hätte irgendeiner eine feuchte Bude gehabt, der das aufbewahrt hat vorher. Hat so einen leichten Schimmelgeruch eher. Und das merkt man halt, also es fühlt sich so ein bisschen schmandig an. Hier weiß ich jetzt nicht, ob da ein Poster drin war. Aber ich glaube fast nicht, weil steht ja auch nirgendwo, dass das Heft mit Poster ist. Also ich gehe mal nicht davon aus. An den Tackernadeln kann man es auch schlecht erkennen. Die sind übrigens auch schon ein bisschen rostig. Ja, es ist ein bisschen enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass da ein paar mehr redaktionelle Seiten auch drin sind. Ich meine, wer die Sailor Moon Magazine von später kennt, da war ja richtig, richtig viel Cooles drin. Da war ja immer so ein Mondkalender mit den Mondphasen drin. Natürlich Poster, Steckbriefe, genau, dann Liedtexte, so ein Songbuch kann man sagen, also wo dann immer ein Lied aus der Originalfassung vorgestellt wurde, mit deutscher Übersetzung des Textes und so weiter. Also es war eigentlich ein sehr schön gemachtes Magazin, muss man wirklich mal so sagen. Auch gerade wegen den sehr tollen redaktionellen Seiten. Also sowas wünscht man sich von anderen Animes. Vergeblich, da hat EMA damals wirklich sehr tolle Arbeit geleistet. EMA hat ja auch die Pokémon-Comics fortgeführt für drei oder ja, also für drei Ausgaben der TV-Serie, fünf Ausgaben zum zweiten Kinofilm. Und da war das leider nicht so schön mit den redaktionellen Seiten. Also da hätte man sich sowas sehr gewünscht, so ein Liederbuch oder so ausführliche Steckbriefe oder sowas. Ja, und hier sieht man halt, es ist eher lieblos eigentlich. Es ist wirklich nur der Comic, die man da vorgesetzt bekommt und eben das Gewinnspiel auf der Rückseite von der ersten Seite und hier sehen wir halt noch Werbung für die Romane. Ich wusste übrigens gar nicht, dass die schon so früh erschienen sind, also wo die Serie noch auf ZDF lief. Aber das erklärt ein paar Sachen. Zum Beispiel auch in den Romanen wird Perilia mit G geschrieben und Sailor V wird,
seltsamerweise Sailor Moon genannt. Würde mich sowieso mal interessieren, wie das dann in dem Roman gelöst wurde, in dem Sailor Venus das erste Mal auftaucht. Weiß das vielleicht jemand und kann das mal in den Kommentaren schreiben, weil das würde mich mal interessieren. Ob sie dann gesagt haben, oh, die Original-Sailor Moon ist da. Weil die können ja dann nicht gesagt haben, oh, das ist Sailor V, wenn es doch Sailor V hier in den Romanen gar nicht gab. Also wenn Sailor V hier immer Sailor Moon genannt wurde. Und Bunny quasi dann ganz dreist den Namen sich einfach geklaut hat von der. Ja, also 10 Euro ist hierfür natürlich ein stolzer Preis gewesen. Ich hatte jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. Aber man muss auch sagen, dafür, dass der Comic so alt ist, wenn man jetzt mal von dem Geruch absieht, ist er doch in einem echt guten Zustand. Ich werde den vielleicht mal mit einem Alkoholtuch ein bisschen abrubbeln, damit dieses Schmandige ein bisschen weggeht. Und hier sehen wir jeden Freitag 14:40 Uhr und Samstag 7:25 Uhr im ZDF. Also ZDF hat doch die Serie zu einer besseren Sendezeit auch gezeigt, als ich jetzt gedacht hätte. Aber dann sieht man mal, dass eben freitags um 14:40 Uhr damals keine Sau ZDF geguckt hat. Also an der Beliebtheit der Öffentlich-Rechtlichen hat sich wohl nie was geändert. Und hier sieht man auch, sieht total komisch aus, hier die Sailor Moon. Die hat hier so komische Kreise im Auge auch so. Ganz, also sieht sehr seltsam aus. Und hier wird eben der nächste Comic schon beworben, am 25. April 1996 beim Zeitschriftenhändler. Dein Sailor Moon Heft Nummer 5, 96. Ja, was halt auch fehlt, so eine Übersicht. Es gab ja in den späteren Ausgaben immer so einen TV-Guide, so welche Folgen kommen wann im Fernsehen mit so kleiner Episodenbeschreibung und allem. Das sind so viele Sachen, die eigentlich in den späteren Magazinen ganz selbstverständlich immer dabei waren, was einem hier einfach fehlt in diesen frühen Ausgaben. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich mir jetzt die erste, also die allererste Ausgabe und hier eben die dritte Ausgabe, die hier beworben wird, ob ich mir die wirklich noch holen werde. Also, ja, also 10 Euro ist auch wirklich das Maximum, was ich dafür ausgeben würde. Weil da kriegt man wirklich nicht viel geboten. Die Folge bzw. der Comic an sich ist sowieso uninteressant, wenn man eben die DVDs schon alle hat. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wie mich das empfehlen könnte. Also dann vielleicht doch lieber auf das Sonderheft zugreifen. Es gibt ja ein paar Sonderhefte, wo die ersten drei, also es gibt ein Sonderheft, wo die ersten drei Comicgeschichten zusammengefasst werden und später kam noch ein Sonderheft raus mit den Comicgeschichten 4 bis 6. Ja, dann vielleicht eher die sich zulegen, wenn man jetzt wirklich die Comics haben will und wenn es einem nicht so um redaktionelle Seiten geht. Also so finde ich das jetzt echt ein bisschen dürftig. Wir können ja auch mal gucken, ob im Comic selber die Namen auch falsch sind. Hier wird Sailor V übrigens auch Sailor V genannt. Das ist vielleicht auch noch interessant. Hier Moran. Mehr über mich und Moran sagen. Also die Namen sind auch im Comic so. Rübenkopf wird sie hier genannt. Und sie nennt Naro hier eben tatsächlich Amy. Hallo Amy. Ja, so war das. Die allerersten Sailor Moon Comics voller Fehler und ohne großartig redaktionelle Seiten. Also tatsächlich ein bisschen öde, kann man eigentlich schon fast sagen. Und enttäuschend. Ja, mal sehen. Also ich werde mal Ausschau halten. Das war jetzt die einzige Ausgabe von 1996, die ich mal gesehen habe auf eBay und ich war jetzt einfach neugierig. Aber wie gesagt, wenn jetzt mal die erste oder dritte Ausgabe auch mal drin sein sollte, dann. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal damit gerechnet, dass ich die ersteigern würde. Ich habe einfach nur gedacht, 6,50 € ist die jetzt im Moment, das geht ja noch. Und habe mir so gedacht, ach ja, so 10 Euro wäre so mein absolutes Maximum. Habe dann einfach mal 10 Euro eingegeben, so in den letzten 30 Sekunden und tatsächlich damit dann das Heft auch abgestaubt. Also andere Anbieter haben das drin für 20 Euro, teilweise für 40 Euro. Also schon sehr heftig, welche Preisvorstellungen da manche Leute haben für so einen Comic, wo eigentlich nichts drin ist, außer halt dem Comic. Und ja, ich hoffe, das war jetzt interessant für euch, falls ihr auch mal überlegt habt, ob ihr euch mal die allerersten drei Ausgaben zulegen solltet. Einfach so aus Sammlergründen. Ja. Damit beende ich das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und als nächstes kommt dann wieder eins von meinen CD-Videos, wo ich dann eine CD vorstelle. Tschüss!